Herzlich willkommen in unserer schönen St. Johanneskirche. Ich stehe hier neben der Osterkerze und dem Osterleuchter und ich möchte Ihnen ein bisschen erzählen, warum dieser Osterleuchter eigentlich hier bei uns in der Kirche steht. Jeden Ostermorgen wird eine neue Osterkerze angezündet, eine alte Tradition. Wir kommen in die Kirche, es ist alles dunkel, dann singt der Kantor »Christus, Licht der Welt«. Und die Gemeinde antwortet, Gott sei ewig Dank. Und dann geht es noch zweimal so. Und dann kommt die Osterkerze hier auf diesen Osterleuchter. Und dann kommt die Küsterin und nimmt das Licht oben mit einer kleinen Kerze und gibt es weiter an die Gemeinde. Und dann ist Christus das Licht der Welt und wir alle leben von seinem Licht. Und auf einmal ist die Kirche hell und man sieht, es ist Ostern und dann wird die Orgel spielen. Und dann merken wir, Jesus ist auferstanden und ist bei uns. Eine ganz schöne Tradition. Diese Osterkerze, die brennt dann noch eine Weile an den Sonntagen, an diesen 5 Sonntagen nach Ostern in der österlichen Freudenzeit, wie das so schön heißt, da sind wir jetzt ja auch drin. Und Himmelfahrt, nach dem Evangelium wird die Kerze dann gelöscht und dann wird sie nur noch angemacht, wenn Taufen sind. Oder auch oben in der Friedhofskapelle steht eine Osterkerze, wenn wir Abschied nehmen. Immer Zeichen, dass Gott uns ganz nah ist. Diese Osterkerze steht jetzt auf einem Osterleuchter. Das ist ein großer, schöner Leuchter aus Bronze und der hat eine Geschichte und die will ich Ihnen kurz erzählen. 1988 kam Martin Rieker hier nach Halle. Und wir haben 1989 diese Osternacht-Gottesdienste in der Form, wie wir es jetzt noch immer machen, angefangen. Aber wir hatten keinen Osterleuchter, keinen Kerzenleuchter. Und dann haben wir so einen gefunden, so aus Holz, der wackelte ein bisschen, aber es ging so einigermaßen. Und der stand dann einige Jahre bei uns hier in der Kirche, immer am Ostermorgen. Und dann ist etwas passiert. Eine Frau ist mit 3 Kindern mit ihrem Auto gefahren und um ein Haar wäre es ein schrecklicher Unfall gewesen. 2 Kinder gehörten zur Verwandtschaft, ein Kind aus der Nachbarschaft. Und als die Frau nachher wieder zu Hause war, da hat sie gesagt, lieber Gott, ich danke dir, dass du uns behütet hast und dass nichts passiert ist. Und ich möchte irgendwas Schönes für dich oder für die Kirche oder irgendwie tun. Und dann fiel ihr ein, dass wir hier so einen erbärmlichen Osterleuchter haben. Und sie kommt aus Berlin und kannte eine Nachbargemeinde mit einem ganz schönen Leuchter. Und dann ist sie zu uns gekommen und hat gesagt, ich würde auch gerne einen Bronzeleuchter für diese Kirche stiften. Und wir haben uns das angeguckt und sie hat ihn dann machen lassen. Und dann steht ihr hier seit 1992 in unserer Kirche. Das war auch genau das erste Osterfest, wo unsere Orgel, die neue, noch nicht eingeweiht war, aber sie stand schon da. Und das war dann das Osterfest, wo der Osterleuchter da war, wo die Orgel spielte, Christ ist erstanden und wo wir wussten, Jesus ist bei uns und begleitet uns alle Tage. Ein Osterleuchter entstanden, weil ein Mensch gemerkt hat, Gott hat mich so reich beschenkt und ich will das weiter schenken. Überlegen Sie mal, wo ist in Ihrem Leben etwas, wo wir auch sagen würden, Gott hat mich so reich beschenkt. Ich will etwas von dieser Liebe, die er mir geschenkt hat, auch an andere weitergeben. Das ist ja dasselbe Muster wie Ostern. Jesus lebt und er gibt sein Licht an uns weiter und wir geben es wieder weiter an die anderen. Und jetzt wollen wir uns diesen Osterleuchter mal in Ruhe angucken. Der hat ja verschiedene Bilder. Ich fange mal ganz unten mit diesem Bild bei diesem Osterleuchter an. Da sieht man eine Schlange. Und diese Schlange ist getötet. Und als ich das mir nochmal angeguckt habe, da musste ich an ein Lied denken. Ich habe früher eine Konfirmandenprüfung gemacht und zum Schluss, damit die, die nichts konnten, auch immer eine Chance haben, habe ich dann gesagt, so und jetzt kann jeder nochmal irgendwas sagen, was er gelernt hat. Und dann meldete sich ein Junge
Und dann sagt er, er hat zerstört der Höllenpfort, die seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Und da habe ich gedacht, Manometer, weißt du eigentlich, was der da sagt? Das ist Ostern. Er hat zerstört der Höllenpfort, die seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Und das ist dieses Bild von der Schlange, die nicht mehr lebt, und von dem Sieg des Osterfestes. Und dann geht es in diesem Osterleuchter weiter hoch. Da ist die Ostergeschichte. Der Engel steht am Grab und die Frauen kommen und wollen Jesus salben. Und die Wächter liegen daneben, als wären sie tot, aber von Jesus ist noch nichts zu sehen. Den sieht man denn hier in der nächsten Geschichte, die wir hier haben, die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Zwei Jünger sind unterwegs und Jesus kommt zu ihnen und sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Jesus ist gestorben und sie haben keine Ahnung, wie ihr Leben weitergeht und das mit den anderen. Und dann kommt Jesus und es heißt in dieser Geschichte, und ihre Augen waren gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und Jesus redet mit ihnen und erklärt ihnen viel. Und abends sind sie dann in Emmaus und dann sagen sie, Herr, komm doch zu uns und bleib bei uns in dieser Nacht. Es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und Jesus geht rein und er sitzt am Tisch und das ist jetzt hier die Szene. Er nimmt das Brot und dankte und brach's und gab es ihnen und da erkennen sie ihn. Da wurden die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Der Jesus, der die ganze Zeit bei ihnen war, als sie sagten, wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll, der war auf einmal lebendig bei ihnen und sie erkannten ihn. Und dann sind sie zurückgelaufen zu den Jüngern und wurden wieder Zeugen seiner Auferstehung. Manchmal erleben wir das auch ja, solche Situationen, wo wir sagen, wie soll das bloß weitergehen? Wir sehen es auch nicht mehr. Und Jesus ist immer da und manchmal entdecken wir auch etwas von seinen Spuren. Und hier oben dann die letzte Geschichte hier, Jesu Himmelfahrt, die Engel nehmen ihn auf, Gott empfängt ihn, die Jünger nehmen Abschied und Jesus geht weg, aber nicht um weg zu sein, sondern jetzt um bei uns zu sein. Damals war er in Israel nur und jetzt ist er bei uns alle Tage. Ein schöner Osterleuchter, der eine Botschaft hat. Ihr seid nicht alleine, Jesus ist bei euch und er geht mit euch alle Tage. Ein Osterleuchter, der eine tolle Funktion hat, einfach eine tragende Funktion. Das braucht man ja manchmal im Leben, dass gar nicht so viel gemacht wird, sondern man ist dafür da, dass ein anderer leuchten kann. In diesem Fall hier diese schöne Osterkerze. Etwas ist noch auf diesem Osterleuchter drauf, das habe ich Ihnen noch nicht erzählt und das ist nämlich hier auf der Rückseite, das sieht man überhaupt nicht. Da sind drei Namen, die Anfangsbuchstaben von drei Vor- und Nachnamen. Das sind nämlich die drei Kinder, die damals in dem Auto saßen. Und als ich mir das nochmal angeguckt habe, da habe ich gedacht, eigentlich könnten hier alle unsere Namen drauf sein. Die drei sind bewahrt worden vor dem Unfall. Und Jesus bewahrt uns vor dem ewigen Tod. Und darum ist dieser Osterleuchter so ein Zeichen. Da könnte auch mein Name drin sein. Und Jesus sagt, ich gehe mit dir durch alle dunklen Zeiten deines Lebens und auch durch den Tod. Und ich schenke dir ewiges Leben. Wir leben in der Corona-Zeit, so hat man manchmal den Eindruck. Aber wir leben auch in der österlichen Freudenzeit. Und wer immer nur auf Corona guckt, der wird entsprechend traurig sein. Wir müssen schon hingucken, aber nicht nur. Und wer auf Jesus guckt und auf den, der mit uns geht alle Tage, der kann gesegnet und behütet sein, auch in schweren Zeiten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie behütet sind und dass Sie gesegnet sind und spüren, Jesus ist bei uns alle Tage.